Trauer um Ivana Trump. Die erste Ehefrau von Ex-Präsident Donald Trump ist im Alter von 73 Jahren gestorben. Das bestätigte ihr Ex-Mann via dem Online-Netzwerk Truth Social. Er sei sehr traurig, den Tod von Ivanka bekannt zu geben, schrieb der Ex-Präsident. Zur Todesursache wurden bislang keine Angaben gemacht. Die Polizei untersuche laut einem Bericht der New York Times, ob Ivana Trump in ihrer Wohnung in Manhattan die Treppe heruntergefallen sei. Beamte hätten sie nach einem Notruf leblos vorgefunden. Noch vor Ort erklärten sie Rettungskräfte für tot. Ein Gerichtsmediziner soll jetzt die Todesursache klären. Ein krimineller Hintergrund scheine aber unwahrscheinlich, teilte die Polizei mit. Donald und Ivana Trump waren zwischen 1977 und 1992 verheiratet. Sie war die Mutter von Trumps drei ältesten Kindern, Donald Jr., Ivanka und Eric. Ivana Trump stammte aus der früheren Tschechoslowakei und war Skiläuferin, Model, Designerin, Unternehmerin und Buchautorin.